Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zum neuen französischen Schlachtschiff auf Tier 8. Und ihr habt richtig gehört, ihr kennt doch das Baumschlachtschiff Tier 8, die Richelieu. Und ich habe vermutet, dass ein neuer Premium, das er in das Land einzieht, und das soll dann die Sean Bart werden. Aber ich habe mich geirrt und ich werde meine Vermutung zurückschrauben und sie auf Tier 7 setzen, denn das ist anscheinend momentan Mode, das Schwesternschiff des Baumschiffes minus ein Tier als Premiumschiff zu bringen. Und hier haben wir etwas Ähnlicheres, nur noch krasser, denn wir sprechen über die Cascogne. Und ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend zum Tier 10er Schiff France und sie hat auch eine ähnliche Geschichte. Es ist nämlich ein Papiertiger, der 1940 geplant war und auf Kiel gelegt werden hätte sollen, wäre Frankreich dort nicht dem Dritten Reich zum Opfer gefallen. Aber kommen wir nun zu den Stats. Wie gesagt, ein Schiff auf Tier 8, 63.200 Hitpoints, 2x4 380 mm, eine Feuerreichweite von 24,8 km, 5.411.900 Damage HE und AP bei 30 Sekunden Reload und 36 Sekunden Standarddrehzeit der französischen Schlachtschiffe, das kennen wir ja schon. Sie hat aber eine maximale Streuung von 309 mm, was jetzt ziemlich exorbitant ist, und die Mündungsgeschwindigkeit des Tier 9 Schiffs, nämlich 830 Meter pro Sekunde, ein Sigma von 1,8 und eine maximale Geschwindigkeit von 32 Knoten. Sie braucht 850 Meter zum Turnen und ist auf 16,2 Kilometer zur See und zu 13,8 zur Luft offen. Und mein Englisch ist übelst schlimm, also mein Denglisch. Und der Antitorpedoschutz oder der Torpedoschutz ist 19%. Sie hat dieselben Verbrauchsgüter verbaut wie auch der Tier 9er, nämlich Damage Control Party, Repair Party, ein Spotting Aircraft und Engine Boost. Bisher ist noch nicht klar, wie es denn ins Spiel integriert werden wird. Aber gehen wir einmal davon aus, dass es die regulären Stats sind, die momentan im Supertest sind. Und wenn wir die mit der Richelieu vergleichen, dann können wir erkennen, dass das hier eigentlich der Vollausbau sein müsse. Und da ich normalerweise immer nur an die Daten der ersten Ausbaustufe rankomme, könnte ich jetzt vermuten, dass es ein Premium sein wird auf Tier 8. Alles andere würde ja fast keinen Sinn machen, denn wenn wir uns einmal die Richelieu ansehen und dann hier die Cascogne, es ist offensichtlich, dass sie keine natürliche Erweiterung oder andere Linie des Baumes ist, sondern es sieht wirklich nach einem zusammengekleisterten Tier 10 Schiff mit anstatt von 431 mm 380 mm Geschützen, damit sie auf Tier 8 passt. Und das fühlt sich und hört sich dann doch sehr stark nach einem Premium-Schiff an. Was denkt ihr? Wäre da die Sean Bart vielleicht eine bessere Wahl gewesen? Kommt die wahrscheinlich dann auf Tier 7, so wie es momentan Mode geworden ist bei Wargaming? Und was haltet ihr generell von diesen Papiertigern, von dieser Premium-Schiff-Strategie, die in letzter Zeit vermehrt gefahren wird? Würde mich interessieren, meine Meinung dazu kennt ihr wahrscheinlich aus diversen Videos. Lasst uns abgleichen. Ciao.